Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Beim letzten Part bin ich ziemlich sauer auf ein gewisses Spielzeug geworden. Und jetzt geht's weiter. Warum hast du so lange gebraucht, Cloud? Oh ja, was den Tempel des alten Volkes angeht, wenn wir den kleinen Bronco nach Osten in Richtung Meer nehmen, müssen wir ihn finden. Also gehen wir, wer kommt mit? Ich will gehen, aber sicher. Ja, und dann tiefer. Sagt ihr noch was? Ja, ich auch, Cloud. Nur nicht schlapp machen. Und mein Headset ist verrutscht. So. Achso, hier kann ich jetzt nochmal die Gruppe auswählen. Dich nehme ich sicher nicht mit. Ja, so. Dann bis später. Wieso kommen die jetzt nicht mit? Was auch immer. Mehr Richtung Osten, hat er gesagt. Also, wieder zurück nach unten. Also, ab zum Tiny Bronco. Wenigstens haben wir so eine kleine Minimap. Ah, ja, das war gerade komisch. Hab ich eigentlich... Ja, hab ich, gut. Also, den Buggy, das wollte ich nicht. Das blaue Licht aber der Tiny Bronco. Und mal Richtung Osten... Komme ich da überhaupt nach Osten? Da mache ich, glaube ich, mehr Schaden, wenn ich so angreife. Ach so, das war eine Konter. Eine Konter, ja. Ein Konter. Raumzeitbombe? Was ist eine Raumzeitbombe? Hier. Demi 2. Demi? War das Zeit anhalten? Na, ich find's nie raus, würde ich mal sagen. Oder irgendwann. Eins von beidem. Halt. Vorm Berg rum, nicht hinten rum. Oh Gott, die Viecher wieder. Und gleich drei. Geht mir nicht auf dem Senkel mit eurem dämlichen Steinblick, okay? Das wäre für uns alle von Vorteil. Ich, weil ich ja nicht versteinert werde, und ihr, weil ich da nicht so wütend bin, wenn ich euch umlege. Also halt, nach hinten mache ich ja weniger Schaden. Ah, aber es ist genug Schaden. Ja, das war genug Schaden. Gut. Extra HP ist aufgelevelt, das ist cool. Das ist cool. Ups. Dass man sofort aussteigt, wenn man B drückt. Ja gut, so ist es halt gedacht, aber... Nee, ihr wisst, was ich meine. Egal. Hier war doch irgendwo noch ein Flussübergang. Oh Gott, die Frösche wieder. Also hier macht ein Frosch deutlich mehr Schaden als in Final Fantasy 3. Das ist so lächerlich. Aber echt, das ist heftigst lächerlich. Frosch hält aber nicht über den Kampf hinweg an, oder? Hoffe ich doch. Na?
Nee. So, jetzt Übergang. Hier ist der Übergang. So, und der Bronco war da oben hinterm Cosmo Canyon. Was machst du jetzt? Megaschlag. Das war einfach nur ein... Na egal. Einfach nur ein Erdzauber. Und das war noch weniger Schaden. Ich beschwere mich nicht. Hat immer noch für kein Level abgereicht, so wenig XP geben die. So, Cosmo Canyon. Woher? Wann wurde das mit diesem Schlüsselstein gesagt? Ich kann mich gerade gar nichts erinnern gerade. Habe ich einfach nur vergessen? Oder habe ich irgendeinen Dialog verpasst? Ich habe eigentlich gemeint, du sollst. Achso, es war der Konter. V? Was macht das jetzt wieder? Oh, richtig, das war der Vogel. Uncool. Suppi. Dann mache ich einen Flächenzauber und bis er dann mal durchkommt, sind glücklich alle tot. Außer einem. Und habe ich jetzt richtig gesehen, dass Tifa mehr Mana hat als Aeris? Nee. Hab ich mich verguckt. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Wenn die Faustkämpferin mehr Mana hätte als die Magierin. Ach, die Viecher wieder. Vor euch habe ich keine Angst. Genau deswegen nämlich. Bams. Und kaputt. Oder tot. Je nachdem, wie man es sehen will. Der Bronco ist da oben gleich. Dann gehen wir da jetzt auch hin. So, über den Fluss. Und einmal Gefährt wechseln. So, mehr Richtung Osten hieß es. Wie komme ich da hin? Geht's hier durch? Oh, hier scheint es tatsächlich durchzugehen. Ah! Und schon sind wir im Osten. Naja, in der Mitte. Aber es ist Richtung Osten. Achso, halt ins tiefe Wasser kann ich ja nicht. Oh, hier ist eine Hütte. Oh, ein Kunde. Du hast dir einen abgelegenen Ort ausgesucht. Du auch. Falls du einen Schlüsselstein suchst, kommst du zu spät. Den hab ich nicht. Schlüsselstein? Was, bist du nicht deswegen hier? Der Schlüsselstein ist der Schlüssel zum Tempel irgendeines alten... Also der Schlüssel zum Tor irgendeines alten Tempels. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gehört, der Tempel sei vom alten Volk. Der Tempel des alten Volkes? Hahaha. Nimm's nicht so ernst, ist nur eine Legende. Ich glaube, das hätte ich vor Gold Saucer machen sollen. Wo ist der Tempel? Komm schon, das ist nur eine Legende, aber wenn es wahr wäre, also wäre es ein Ding, oder? Jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir ein, dass ich schon mal sowas gehört habe. Im Tempel des alten Volkes soll irgendwo ein ultimativer Zerstörungszauber versteckt sein. Die schwarze Materia. Ach komm, ich hab doch gesagt, du sollst es nicht so ernst nehmen. Kann ich in die Truhe? Hey, sachte, sachte. Also, nein. Okay, ich glaube, mit dem Typen hätte ich vor Goldsaucer... Saucer. Ja, vor Goldsaucer. Vor Goldsaucer reden sollen. Okay, klappt nicht. Schade, hätte sein können. Lass uns von was anderem sprechen. Die Waffen, die du hier siehst, habe ich alle selbst gemacht, aber in letzter Zeit bekomme ich keine Werkstoffe mehr. Ich habe noch ein paar Sachen dabei. Aber die brauche ich selber. Hm. Ansonsten kann ich hier nichts machen, wie es aussieht. Nö. Okay.
Okay, fahren wir weiter mal hier am Strand entlang. Ah, hier geht's weiter nach Osten. Kann ich hier rein? Ist hier drin irgendwas? Ah, wow. Das war's wert. Okay. Osten, Osten, Osten. Hier geht's nicht mehr weiter. Bevor ich aber an Land gehe, auch mal schnell oben rumgucken, ob es da lang geht. Sieht nämlich so aus, als wäre das der Fall. Ja, hier geht's weiter, zumindest ein Stückle weit. Da ist noch ein Strand. Ich glaube, hier war ich überall schon, oder? Ach so, klar, hier sind wir wieder am Anfang. Aber auf den Inseln da hinten waren wir noch nicht. Also gehe ich mal genau da jetzt hin. Vorausgesetzt, ich komme da hin, aber sieht gut aus. Okay. Das hier sieht ziemlich richtig aus. Und hier geht's auch nicht mehr weiter. Okay, wo gehe ich an Land? Wahrscheinlich ist das falsch. Ja, hier geht's nicht weiter. Okay, halt hier rum. So, was sind jetzt hier für Gegner? Hi. Auf jeden Fall welche, die ganz gut was aushalten. Und ganz gut austeilen. Die leben immer noch? Ich glaube, Cloud heilt sich mal als nächstes wieder. Wow. So, Heilung bitte. Und du heilst dich auch nochmal. Und draufhauen. Hab ich jetzt mit Aris angegriffen? Wieso heilt Clouds Heilung mehr als die von Aris? Weil es nur auf eine Person geht, oder wieso? So. Alter. Geh kaputt. Bitte. Oh, wow. Die halten gut was aus. So, weiter geht's. Ist hier hinten was? Komme ich hier durch? Ja, hier komme ich durch, wenn ich an den Gegner vorbei bin. Uncool. Kürzen wir das ab, aber nicht mit dir. Du brauchst das Mana noch. Du kannst auch mal beschwören. Odin. Hat man, glaube ich, eh noch nicht. Stahlklingenschwert. Das ist so einer wie Yojimbo. Cool. Also alle, die nicht wissen, wovon ich jetzt rede. Final Fantasy X gibt es einen Beschwörung. Bestia heißen die da. Der hat eine Attacke namens Zenmatu, die er random einsetzt. Wobei die Wahrscheinlichkeit ein bisschen beeinflussen kann. Und wenn er die einsetzt, werden sämtliche Onscreen-Gegner, auch Bosse, instant vernichtet. Ich schätze mal, wenn ich hier auf jeden Fall diesen Instant-Kill habe, sind dabei die Bosse gegen immun. Aber ist praktisch, dass der da alle instant umlegt. Na toll. Okay, hier bin ich falsch. E2-Verwirrung. Oh nö. Ah, daneben. Sehr schön.
Stirb. Ich sagte stirb. Hallo, stirbst du bitte? Wär arg nett. Ich will jetzt nicht für den einen Typ meine Limit-Technik raushauen. Ah, wieder am Boden. Und macht ganz ordentlich Aua. Also Cloud hat inzwischen heftig viele HP und ich wüsste nicht, wie es aussähe, wenn er die nicht hätte. Diese extra HP-Materia bringt's echt. Okay, also hier ist kein Tempel des alten Volkes. Aber hier ist ja noch ein bisschen was zum Angucken können. Achso, habt ihr irgendeine Schwachstelle? Erstmal soll Aeris. Tifa. So. Spirale. Ne, die haben einfach nur ewig viele HP. Wow. Und Cloud ist fast tot. Und natürlich trifft der Cloud. Natürlich greift der Cloud an. Phönixfeder. Ah. Was? Nein! Ah! Perspektive! Achso, da unten zielt der hin. Wow. Simply wow. So, stirbst du jetzt bitte? Stirbst du jetzt bitte? Jetzt stirb endlich! Ne, stirb nicht. Geh. Endlich. Kaputt. Danke. Wow. Der war hartnäckig. Wieder die Spiralen. Hi, riesiger Blutegel. Hast du irgendeine Schwachstelle? Sandsturm. Ich glaube, seine Schwachstelle wäre wohl nicht Boden. Meereswurm. Oi, oi, oi. Schwach gegenüber Kälte. Okay, dann machst du jetzt mal ein Eis 2 auf das Viech. Ah, das dauert zu lange. Odin, sei so gut. Lanze des Lichts? Moment, das war aber vorher eine andere. Okay, Odin ist genau wie Yojimbo. Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Soll ja auch nicht ewig gehen, der Kampf. So.
Okay, das heißt, Odin hat so ein paar Attacken, die er random einsetzt. So, und da ist der Bronco. Und deswegen speichere ich hier jetzt mal. Und würde sagen, das war's für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.